So, hallo, liebe Freunde. Abtusa, das bin ich, wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst, wird ein bisschen politisch. Und zwar habe ich ja Democracy 3 schon mal vorgestellt. Und jetzt fange ich mal ein bisschen drüber an zu labern, wie es eigentlich in der Bundesrepublik Deutschland mit den ganzen Sachen so, es auf sich hat. Ich werde also ein Spiel beginnen in Deutschland und dann mal gucken, worüber es sich so reden lässt. Zack. Ja, das stimmt natürlich auch so nicht. Ich gehe jetzt mal durch, das kommt ganz gut hin. Die Größe natürlich auch. Lebenserwartung 80 Jahre ist natürlich auch wahnsinnig toll. Der Gini-Koeffizient. Der Gini-Koeffizient gibt an, wie gleich oder ungleich Einkommensverhältnisse eines Landes sind. Geht aber eigentlich nur von 0 bis 1. Ich gehe mal davon aus, dass es hier von 0 bis 100 geht. Einkommen pro Kopf in Dollar, das kommt allerdings auch hin. Armut, fast 16%. Macht euch mal Gedanken darüber, das ist übrigens gestiegen in den letzten Jahren. Wie die Ethnien hier verteilen, ich habe keine Ahnung. Wer nun, das sind die Amis, sind da so ein bisschen komisch bei weiß und nicht weiß sein. Das kommt bestimmt hin. 13% sind fett und wir essen ziemlich viel Wurst. So, ja, das sind jetzt eigentlich die Spieleinstellungen hier. Das ist mir eigentlich Wurst. Ich werde natürlich Sozialisten spielen natürlich. Jehovas Party, genau. Es ist ist eigentlich total egal. Das Dumme ist, es wird ein Zweiparteiensystem simuliert, aber das sollte uns nicht weiter stören. Genau, so. Alles nicht so rosig, außer die Bildung. Das kommt ganz gut hin, das stimmt auch so. Jetzt haben wir gewisse Probleme. Es ist zum Beispiel hier gesagt, ich werde das Spiel aufrollen, als würde ich es spielen und dann nur was zu sagen. Alkoholmissbrauch ist ein Ding, genauso wie Ender City Riots. Das sind Aufstände in der Innenstadt, also wie die Chaostage in Hannover. Kommt von der Arbeitslosigkeit her. Das Rote wirkt immer negativ auf das Ding und das Grüne ist nicht unbedingt positiv, sondern wirkt halt, dass sich das erhöht. Wir haben ja natürlich auch das Problem der Homelessness bedeutet Obdachlosigkeit. Property Tax, ja, sorgt dafür, dass die Leute, ja, es ist in Deutschland nicht ganz so zutreffend, das heißt, es ist nicht ganz exakt, aber die Leute sind fett. Da gibt es einige Regelungen, wie man das verhindern kann. Ah, wir haben auch noch das Problem, dass unsere Ökonomie nicht mithalten kann mit den anderen Nachbarn und anderen Staaten. Das kommt von der Produktivität her, die können wir erhöhen. Wenn wir zum Beispiel die Bildung verbessern. Die Regeln hier zum Beispiel für fürs Arbeitsrecht ist hier ein bisschen pro-Union. Das finden die Sozialisten natürlich gut und so weiter. Das ist tatsächlich in Amerika genau andersrum. Das ist auch relativ realistisch. Wir wollen aber jetzt zum Beispiel, wollen wir mal gucken. Das Erste, was ich tue, ist natürlich nur die Evolutionstheorie, weil alles andere ist, kann ich nicht. In Deutschland wäre das eigentlich einfach zu tun. Gehen wir die Fettleibigkeit an, indem wir eine neue Regel aufstellen. Und zwar naja, gibt's hier nicht. Ich wollte eigentlich genau eine Steuer auf Junkfood. Halte ich übrigens in der Realität. Jetzt kommen wir zum Punkt für ein interessantes Thema. Zum Beispiel gesunde Lebensmittel, weniger Steuern und auf Junkfood und fetthaltige Lebensmittel die Steuern erhöhen. Finden natürlich die Leute nicht gut. Klar, kann ich nachvollziehen. Ich gehe auch tatsächlich einmal im Monat zum Junkfood-Händler meines Vertrauens, wo man dann hingeht, auch zu den goldenen Bögen oder dem König, sei einem da überlassen, weil ich mir einfach mal Glutamat irgendwie mal reinhauen muss, einmal im Monat. Werde ich anwenden und zwar
heftige Steuern drauf, 50% auf alles, was Junkfood ist. So viel dazu. Jetzt habe ich hier noch 20 Power, mit denen ich was umsetzen kann. Das ist natürlich an der Realität ein bisschen vorbei. Wir haben allerdings auch ein Defizit. Das ist auch ein Problem, was natürlich jetzt hier nicht in Rot irgendwie eingekreiselt ist. Hier haben wir die Junkfood Tax, Junkfood Steuer. Das hier steht hier leider alles immer nur in Englisch, aber der gebildete Landsmann wird es verstehen. Wir wollen grünere Energie, deswegen ist das halt subventioniert hier. Die Umlagesteuer kann man natürlich nicht eins zu eins abbilden bei einem so diesem System. Es sorgt aber dafür, dass die CO2-Emissionen zurückgehen und die Energieeffizienz steigt und so weiter. Das ist ganz toll. Wir wollen vielleicht nochmal hier eben die Subventionierung, also die Subventionen für das hier eigentlich wegmachen. Finde die Farmer nicht toll, natürlich, aber die Fettler habe ich gekriegt zurück. Das wird umgesetzt. Das habe ich noch 10 Punkte über, ist mir aber egal, nächste Runde. So. Da kommt pro Runde hier nochmal irgendwie so eine Frage. Schulden, Einkassier, Agenturen quasi, was dürfen die anwenden? Das will ich natürlich einschränken. Ich will die nicht einfach operieren lassen, wie sie wollen. Also solche Sachen wie Moskau in Kassel und so. Nee, danke. Da muss ich den Verbraucher schützen. Die Arbeitslosigkeit steigt. So, jetzt habe ich aber schon ein Plus, ein Bonus. Was ich immer sehr interessant finde, da kann man einfach ein neues Gesetz mal auflegen, mal in die Wirtschaft zu gehen. Und zwar, da gibt es interessante Ideen in diesem Spiel. Das hier zum Beispiel wäre so ein typisches amerikanisches Ding. Raumfahrtprogramm würde auch Arbeitsplätze schaffen. Haben wir ja auch mit der ESA, wird auch unterstützt. Dass man die Gebiete außerhalb der Städte unterstützt und ausbaut. Halt, ich finde eine interessante Idee, dass sie halt auch nicht unbedingt umziehen müssen, die Städte ziehen müssen. Roboter-Forschungsgelder kann man auch machen, aber ich wollte kleine Geschäfte unterstützen, nicht die großen. Ja, große gibt es genug, die kriegen da schon irgendwie hin. Ist auch gern gesehen, man kann sich halt dann, Entschuldigung, leichter selbstständig machen. Das hätte ich gerne. Das ist bei den Kapitalisten beliebt, aber ich finde das eine sehr tolle Idee. Die Sozialisten mögen das überhaupt nicht, komischerweise. Wo kleine Geschäfte ist eigentlich genau so mein Ding auch. Ich bin da so ein bisschen weiter links. So, das kostet uns Geld, aber es ist gesagt, wenn es der Wirtschaft nicht unbedingt toll geht, man sieht es hier, wir sind nicht kompetitiv, auf der Hauptseite, wo haben wir es denn? In der GDP könnte besser sein. Da muss man, auch wenn man kein Geld hat, das unterstützen. Man kann nachher, wenn das Bruttoinlandsprodukt, das bedeutet GDP, also Gross Product Income, nein, Gross Domestic, bla, Domestic Product war es, das ist in Deutsch halt das BIP, Bruttoinlandsprodukt. Das sind alle Einkommen im Land zusammengezählt. Wenn das steigt, hat man auch wieder mehr Steuern, das ist hier unten. Die Einkommensteuer, dann kriegt man da natürlich auch mehr raus, wenn das GDP höher ist. Das hier ist ein Income Tax, die Einkommensteuer steigt an, wie das bei unserer Bundesrepublik auch ist. Man kann das auch durch eine flache Kurve, also nicht durch eine Kurve, sondern durch eine Gerade setzen. Wenn jeder zum Beispiel 41% bezahlen sollte, kann man das auch machen. Mögen die Leute aber nicht so gerne, merkwürdigerweise. Obwohl man natürlich auch den ärmeren Bevölkerungsschichten noch Sachen erlassen kann. Zum Beispiel staatlich gebaute Häuser. Hier machen wir direkt. Privathousing geht natürlich dann zurück, also die privat gebauten Häuser. Geht aber in Richtung mehr Equality. Und es ist gesagt, dass die Lebenserwartung damit auch zusammenhängt. Es kommt nicht unbedingt darauf an, ob man reich oder arm ist, sondern wie reich oder arm man sich auch fühlt. Wir wollen freie Häuser. Da klotzen wir richtig rein, so. Und dann machen wir noch einen.
Ne, das war falsch. Da wollen wir hin. Wir wollen. Die Rent heißt nicht die Renten, sondern vielmehr die Mieten kontrollieren. Die Mieten dürfen nicht einfach steigen, wie der Besitzer des Hauses das will, sondern das wird kontrolliert. Nicht so stark, aber zumindest so ein bisschen. Zack. Können wir noch einen einführen? Und zwar, vielleicht reicht es noch. Hier, klar, mit Lebensmittelmarken. Nicht unbedingt für vom Amt, quasi von der Arge, die einen so runtergekürzt hat, sondern einfach für alle ärmeren Leute. Mit keinem oder sehr niedrigen Einkommen, damit sie zumindest Essen haben. Das heißt, wir bauen den Häuser und geben den Essen. Genau, zack. Und können dann in der nächsten Runde vielleicht mal, das geht jetzt leider nicht mehr, man kann nicht alles auf einmal machen, das nochmal erhöhen, die Steuern. Ist natürlich nicht so toll für die mittleren Einkommen, aber die können wir immer noch entlasten. So. Ich will halt möglichst immer dafür sorgen, dass die Leute, na hier, Freedom of Information, ja, auf jeden Fall. Das GDP geht jetzt schon zurück, das ist ein bisschen blöd. Jetzt haben wir hier nochmal, wenn man auf die Dinger klickt, nicht nur dieses tolle Schema-Ding, wo das der Ausgehenden erhöhen das halt, also hier das Öl, was man braucht, wird mehr, also man setzt mehr Öl um. Ist ein bisschen blöd, deswegen haben wir die Petrol Tracks, die allerdings wieder auf GDP drückt und ist auch schlecht für die Umwelt und so weiter. Wir haben hier auch in Deutschland den Fall, dass die Prostitution legal ist. Finden die Eltern komischerweise nicht so toll. Wollen wir aber gerade nicht ändern. Das geht ganz gut so. Wir können auch zum Beispiel die Tabaksteuern erhöhen. Es drückt dann natürlich auf den Tabakkonsum ganz oben. Die Armut geht aber auch hoch, weil einige Leute einfach nicht aufhören. Und das ist gerade in Deutschland, ich beobachte das ja so ein bisschen. Die ärmsten Leute rauchen am meisten. Ich weiß nicht ganz genau, warum das so ist. Es sollte eigentlich einen gegenteiligen Effekt haben. Genau, staatliche Schulen. Wer ist immer Maximum? Bildung muss immer absolut am Maximum sein, überall. Das ist das, was zumindest was alles verhindert. Es findet natürlich, finde ich das natürlich gut für die Bildung der aller Leute. Gebildete Leute erhöhen natürlich die Produktivität und auch eigentlich ein anderes Kram. Zum Beispiel gebildete Leute hier, man sieht's, haben es nicht so mit, dass sie intolerant sind. So je gebildeter ein Mensch ist, desto toleranter ist dieser Mensch auch. Zumindest im Optimalfall. Andere sprechen da von Inselbehinderungen. So, also starte ich immer. Privatschulen, ja, ist mir Wurst. Kann man sowieso nicht beeinflussen. Also wenn jemand eine Privatschule aufmachen möchte, dann soll das bitte tun. Für mich spielt es halt keine Rolle. Die Universität, natürlich ein anderer Punkt. Hier kriegt jeder sein Geld. Das ist nicht ganz korrekt in Deutschland. Ich könnte auch ganz runtergehen. Dass man halt Studiengebühren hat. Das ist ja, eigentlich wäre es hier, wäre ja in der Realität das leider. Beziehungsweise hier, eins von den beiden. Ich will aber, dass jeder Geld kriegt, egal wie arm die Eltern und reich die Eltern sind, damit jeder die Möglichkeit hat, dahin zu gehen. Punkt. So muss das sein. Jeder muss die Möglichkeit haben. Auch wenn man reiche Eltern hat, müssen die nicht unbedingt zahlen. Also wenn man sich halt verkracht hat mit den Eltern, ist das halt so. Die Arbeitslosigkeit, die galoppiert hier. Science Funding, das ist Partikelbeschleuniger kommen muss. Das Geld muss raus. Mir ist egal, ob das hier Defizite hat. Man muss dann investieren, wenn es dem Land schlecht geht. Und nicht sparen, wenn es dem Land gut geht. Ne, andersrum. Man muss sparen, wenn es dem Land gut geht. Weil dann trägt die Wirtschaft sich selbst. Man muss es also quasi... Oh, Modell. Ist ja super. Mein Kreditrating wurde gerade runtergestuft, weil es unserem GDP halt gut ist. Puh, Arbeitslosigkeit. Können wir jetzt die Unternehmen steuern?
Wo haben wir sie? Das ist eine Sache, die ich relativ gerne mache. Die fast beseitigen. Und das über andere Wege über die Firmen wieder reinholen. Sorgt dafür, dass die Firmen natürlich im Land bleiben. Das ist so eine, eigentlich eine grundkapitalistische Denke, die ich gerade an den Tag lege. Also die Firmen im Land halten, dafür sorgen, dass die relativ hohe, wie heißt es, Löhne ausschütten und die dann besteuern. Durch hohe Produktivität, also je höher die Produktivität im Inland ist, desto lieber sind die Firmen natürlich im Land. Mit hohen Steuern scheuche ich die dann weg. Also sorge ich dafür, dass die Produktivität hoch ist, die Steuern für die Unternehmen niedrig, besteuere dann lieber die Menschen, die dadurch dann hoffentlich alle in Arbeit sind, und kriege dann so mein Geld wieder rein. Das ist sogar realistisch. So, was will ich noch? Ich wollte nochmal akut irgendwas bekämpfen, und zwar die Armut im Land. Hier, die Arbeitslosigkeit ist hier. Interessanter Punkt, auch nicht nur der Straßenbau ganz links oben in der Ecke und die hier die Rallys, Dingsbums, Eisenbahn, sondern auch das Militär. Natürlich mit jedem 100.000 Mann, die man im Militär hat, hat man die Leute nicht auf der Straße. Ich bin in meinem Frankreich-Spiel dazu übergegangen, einfach auf dieses hier zu gehen und da meine 30 Milliarden reinzustecken. Ins Militär, werden mir die Leute hoffentlich nachsehen, wenn ich das hier so erzähle. Weil es einfach in diesen Spielsimulationen so ist, dass ich die Leute von der Straße hole, wenn ich sie ins Militär stecke. Hier kann ich allerdings auch nicht entscheiden, ob das Militär ins Ausland geht. Ich würde es halt lassen und das Militär auf einer Stufe lassen, wo man sich selber verteidigen kann. Also ich halte es in Deutschland momentan tatsächlich für kritisch. Obwohl die Situation natürlich in Deutschland auch die ist, dass uns eigentlich keiner angreifen kann durch die NATO und dass wir mitten in Europa sind, umgeben von Freunden quasi. So, Schienenverkehr noch hochpäppeln. Oh, Car Mission Limits ist in Ordnung. Ich kann hier keinen ins Ausland schicken und Kriege führen. Deswegen ist das egal, ob ich das Militär hoch habe oder nicht. Ich würde es halt tatsächlich nicht auf Overwhelming Force, also auf totale Übermacht, sondern auch hier auf hochtrainiert oder sowas nachher stellen. Nicht, weil ich das Militär unbedingt so toll finde, sondern weil ich A sage, ja, ich weiß, dass zu einem souveränen Staat ein Militär gehört, kann man nur diskutieren, ob das gerade so sein muss, wie es jetzt ist. Aber andererseits, dass das Militär auch gut ausgerüstet sein sollte und sich verteidigen können muss. Also das Land muss sich verteidigen können, auch alleine. Unter welchem Vorzeichen das dann geschieht? Also ich als Deutsch das letzte Mal aus dem Land rausmarschiert in Kriegseinsätze war es halt nicht so geil. Also die Verteidigungsarmee, ja bitte, aber es gehört hier halt nicht zur Simulation. Das ist sehr schade. Ist halt ein bisschen amerikazentrisch auch. Deswegen ich habe auch nur zwei Parteien. Das GDP steigt nämlich jetzt schon. Ja, das weiß ich. Ja, ich möchte nach Öl bohren tatsächlich. Wir haben jetzt eine Ökonomie, die nicht. Oh, das ist weg, das Ding, glaube ich. Richtig. Wir sind jetzt wieder kompetitiv mit unserem GDP, beziehungsweise unserer Ökonomie. Deswegen steigt auch das GDP. Das heißt, die Firmen kommen wieder ins Land. Das ist großartig. Wir haben jetzt ein relativ großes Defizit. Könnten nochmal ein paar Steuern erhöhen. Ich gehe aber lieber dazu über, einfach nochmal auf Welfare. So, da, Winter Fuel Subsidy. Nein. Ja, dass wir den Kindern, alle Kinder sollen gefälligst hier, das sind quasi die Kitas und solche Sachen. Und aufs Kind aufpassen, Leute halt. Natürlich, die Arbeitslosigkeit ab, weil wir dementsprechend die Leute brauchen, die da arbeiten. Plus, die Eltern finden es gut und die Produktivität erhöht sich, weil die Eltern halt arbeiten gehen können. So ein DDR-Ding, so ein typisches. Jedes Kind hat Anspruch auf so einen Kindergartenplatz dann.
sorgt dafür halt, dass auch mehr Leute eingestellt werden. Die Eltern können arbeiten gehen oder halt weiter studieren zum Beispiel, ist auch so ein Ding. Es geht halt nicht nur darum, dass die Leute arbeiten können dann, alle, sondern auch, dass man dann studieren gehen kann oder Zeit hat, künstlerisch tätig zu werden und solche Sachen. Es ist ja nicht immer nur alles auf die Arbeit bezogen, sondern auch auf die Bildung und die Kunst, nicht wahr? Wir haben immer noch dieses Punkt der Arbeitslosigkeit, beziehungsweise Obdachlosigkeit. Super, aber wir machen erstmal einfach mal feuchtfröhlich weiter. Zack. So, jetzt habe ich dafür gesorgt, dass durch meinen. Okay, mein Rating ist wieder erhöht worden, dass durch hier. Ich habe ich den Vorteil. Ich bin technologisch fortgeschritten. Also, ich habe den technologischen Vorteil. Eine Situation, die für Deutschland auch leicht passieren kann. Wir haben es hier. Da kommen gleich wieder die. Durch die Technologie und halt. Ja, vor allen Dingen auch dadurch, dass ich halt den Mist nicht mehr. Ich habe ja. Was habe ich das eigentlich ausgerüstet? Nee, ich will das so haben. Ja, Religiösen drauf geschissen. Ich will nur. Achso. Evolution only, genau das wollte ich. Evolutionstheorie, zack. Ich weiß nicht, wie das alleine dafür sorgen kann, dass das vorteilhaft ist. Ach, boah, da kommt auch ganz viel von der Technologie. Und die kommt natürlich von links unten. Der Bildung, den Technologie, Colleges gibt es ja eigentlich nicht. Das sind so FHs und sowas, wäre das im Deutschen. Und den Geldern, die ich dir hier mit den Partikelbeschleunigern vorhin gegeben habe. Sorgt dafür, dass die Technologie halt super ist. Die Bildung ist klasse. Es wird Geld in hier Technologie gesteckt. Da oben haben wir auch nochmal zwei. Sorgt allerdings auch dafür, dass die Leute arbeitslos werden, weil je mehr Technologie und bessere Technologie, deswegen ist bei Roboter funktioniert noch, deswegen kann man die Fabriken automatisieren. Das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Und ich glaube, da werde ich jetzt auch mal ein bisschen länger drüber reden. Es ist durchaus sehr schön, wenn man die Arbeit von Menschen erleichtert. Das Problem ist immer, wenn man dazu übergeht, alles zu technisieren, werden natürlich Menschen arbeitslos. Weil weniger Menschen mehr herstellen können. Es ist natürlich so, der Entwicklung der Dampfmaschine, erst kamen sie alle zur Industrialisierung in die Städte. Wurden dann allerdings auch da arbeitslos, weil die Maschinen die Arbeit von den Menschen übernommen haben. Man sieht es, heutzutage können, ich glaube, 2,5% der Menschen in Deutschland das ganze Land ernähren, weil auf dem Acker halt der Traktor fährt und nicht mehr immer das Pferd oder der Mensch den Boden pflügen muss. Man kann dem natürlich gegenüberwirken. Und zwar, ich habe es hier, Labor Laws. Die Work Week. Zack, da haben wir sie. Ich weiß nicht, wo sie ist. Das ist das da. Mal gucken, wo das ist. Hier. Wenn man natürlich die Arbeitswoche nicht mehr auf 48 Stunden hat, das war ja vor 100 Jahren durchaus noch üblich, dass man 48 Stunden oder 60 Stunden in der Woche gearbeitet hat. Das geht halt nicht. Wenn man Leute einspart durch die Produktivität und halt die Maschinen, dann muss die Arbeitswoche pro Mensch kürzer werden bei gleichem Gehalt. Das sorgt dafür, dass man natürlich weniger Wochenstunden, das heißt, man muss Leute einstellen für die Wochenenden zum Beispiel. Oder wenn man jetzt zum Beispiel auf die 30 Stunden oder tatsächlich die 20 Stunden Woche runtergeht, dann hat man plötzlich Arbeitsplätze frei. So. Und das gibt das hier wieder. Die kann man natürlich hierdurch beeinflussen, dass wir hier pro Union gehen. Also pro Gewerkschaften geht die Arbeitswoche zurück und das wird natürlich dafür sorgen, dass die, ja, ich weiß, dass die Arbeitsstunde sinkt und dass wieder die Arbeitslosigkeit sich dadurch beeinflusst. Tut's auch hoffentlich. Ist natürlich, wenn die natürlich die Arbeitswoche sinkt, ist das wieder gut für die Gesundheit. Ein Mensch, der nur 20 Stunden in der Woche arbeitet, bleibt natürlich länger gesund als jemand, der 48 Stunden arbeitet. Das gibt ja Sinn. Alleine was für den Rücken, wenn man eigentlich harte körperliche Arbeit macht, wenn man nur weniger Stunden dann in der Woche arbeitet, bei gleichem Geld, bleibt man natürlich gesund.
Glücklichkeit spielt hier zum Beispiel keine Rolle, weil das ist auch so ein Ding. Man kann sich natürlich dann abgesehen von der Arbeit noch für andere Sachen interessieren und sich dadurch quasi auslasten. Denn wenn man zu Hause ist, also jemand, der halt 48 Stunden in der Woche arbeitet, der wird kaum noch irgendwelche Museumsbesuche machen oder irgendwelche Bilder malen oder Gedichte schreiben und die veröffentlichen oder anders irgendwie kulturell sich betätigen. Das sind immer die Leute, die Freizeit haben. Beziehungsweise die dafür bezahlt werden, etwas zu tun. Im Staatstheater zum Beispiel. Aber das muss man natürlich dann auch wieder geldmäßig unterstützen. Das macht die Wirtschaft nämlich nicht. Und wirtschaftlich lohnen sich meistens Theater und Museen selten. Wird immer so gesehen als Bonus, obwohl es eigentlich genau das ist, was unser Leben lebenswert macht. So, damit überlasse ich euch quasi das Feld. Werde hier gleich das Spiel speichern und dann vielleicht mal morgen oder übermorgen weitermachen. Ein paar Gedenkanreize zu geben einfach. Technologie ist zwar eine ganz schöne Sache, wir sehen es hier. Wie gesagt, nicht hundertprozentig akkurat das Spiel. Aber durch die Produktivitätssteigerung sorgt es auch dafür, dass Leute arbeitslos werden. Das ist die traurige Realität. Wir müssen halt dann dafür sorgen, dass wir das über andere Mittel, zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung oder auch tatsächlich die Verringerung von Steuern für die Unternehmen sinnvoll machen, dass sie weiter in diesem Land produzieren. Denn wenn wir hier die Steuern senken, dafür sorgen, dass über die Arbeitszeitverkürzung die höhere Produktivität die Leute im Inland bleiben, dann können wir immer noch die Steuern erhöhen. Hier war's. Aber das ist eine Sicht auf Deutschland, die kein Internationalismus ist und daher schwierig. Es bleibt damit quasi hier im Spiel ein Kampf gegen die anderen Staaten und das ist eigentlich schade. Bis die Tage.